Jeha und hallo Leute, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin und schön, dass ich euch heute Devil May Cry präsentieren darf. Über Jahrtausende hinweg haben die Dämonen an Macht gewonnen. Jetzt sind sie kurz davor, die Menschheit zu unterjochen. Wir alle haben uns schon zu lange von ihren Trugbildern täuschen lassen. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Der eben gezeigte maskierte Verrückte repräsentiert angeblich eine Organisation, die sich der Orden nennt. Die Anschläge der vergangenen Wochen sind der Gruppierung zuzuschreiben. Es handelt sich hier um einen Verräter und Terroristen. Ich halte ja nichts von der Todesstrafe. Da bleibt also nur noch eins. Kimiskal illegalerweise einfach auf der Straße abzuknallen. Ich bin Bob Barbas. Ich verrichte Gottes... Danke! Komm sofort raus! Du bist in Gefahr! Wer bist du? Was willst du? Du warst achtlos und hast Spuren hinterlassen. Er ist hinter dir her. Was erzählst du da? Wer ist hinter mir her? Ein Jägerdämon. Er ist da. Daneben. Zeit für eine kleine Rebellion. Lust auf Prügel? Na dann los. So, das war doch schon mal eine wunderschöne Einleitung und da haben wir auch schon die ersten Gegner, die wir zerschnetzeln dürfen. Oh, steuert sich ganz gut, spielt sich ganz gut. Und da kommen die nächsten. Ha. Unten werden uns ein paar kleine Kombis eingeblendet. Ice, Mike, kennt man eigentlich aus den Vorgängern auch schon. Dass es mir hier noch ein bisschen flotter vorkommt. Ah, er führt die Attacken doch schon ziemlich schnell durch. Und da sind die nächsten. Kommt her, ihr Opfer. Oh, ausweichen darf ich auch. So, auch mal schön. Und rote Kugel. Währung, die man auch schon aus den anderen kennt. Diese Kugel gibt es auch. So, hat sich also nicht viel geändert da. Warum auch? Wer hat das gesagt? Ich komme. Oh. Meine Knarren? Na, dann mach ja einfach den Steg kaputt. Und ich will meine Ivory und Ivory. Her damit. So, okay. Und auf den Trailer. Ah! Okay, da war der Trailer weg. Dachte, da könnte man jetzt rüber. Egal.
gleich nochmal. So. Na, pfui. Wer schmeißt denn da mit Trailern? Das macht man doch nicht. So, diesmal nicht da. Ach, da. Okay. Und da sind wir schon weiter. Diesmal auch auf den Trailer rauf. Und kommt her, Schnuckis. Yappi. Ebony, Ivory, ich hab euch vermisst. Und ein neuer Gegner. Zielübungen. Oh ja. Au, au. Okay, die Jungs schmeißen so eine Art Handgranaten, Meme. Die ganz böse Bumm machen. Au. Ui. Zum Glück wird am Boden so ein bisschen der Radius der Explosion eingeblendet, bevor sie explodieren. Dass man sich eigentlich aus dem Weg machen kann. Aber egal. So, machen zum Glück nicht allzu viel Schaden. Können aber bestimmt bei einem richtigen Kampf dann tierisch nervig werden. So. Ja, Pistolen, die fallen mir schon mal. Ja. Schischkebab. Und da kommen noch mehr. Ah, das gibt's dann. Ja. Ja, sauber. So. Okay, sieht alles immer noch ein bisschen freaky aus hier. Gucken, kann man das kaputt machen? Nö. Dante! Nicht schießen! Ich heiße Kat, ich bin kein Dämon. Ich stecke in der echten Welt, du im Limbus. Warum stehst du dann vor mir? Ich bin ein Medium. Ich kann mich in den Limbus projizieren und so mit dir kommunizieren. Ich kann dich sehen und mit dir sprechen, aber ich bin nicht wirklich im Limbus. Und wenn ich abdrücke? Bin ich tot. Ich setze mein Leben für dich aufs Spiel. Ich will helfen. Ich brauche keine Hilfe. Der Jäger hat dich in den Limbus verschleppt. Ich kann dich rausholen. Ich war schon mal hier. Ich kenne den Ausweg. Man bekämpft einfach den Dämonen, der einen reingezerrt hat. Du sollst dich nicht mit dem Jäger anlegen. Das ist kein gewöhnlicher Dämon. Folge mir. Komm. Okay, dann folgen wir mal Kitty Cat. Wo ist sie hin? Wo ist sie denn? Okay. Wer bist du denn? Okay. Verlorene Seele. Okay. So eine Art Sammelobjekt anscheinend. Alle killen. In jedem Level. Und Punkte kassieren. Ja, jetzt haben sie die Sammelobjekte schön angepasst. Au. Ah, schönes Ding. Das sieht nicht gesund aus. Hauptsache, wir müssen damit nicht fahren. Au. Und Aerial Attack. Yeah, geil. Das macht doch Spaß. Wir lassen die Jungs einfach mitfahren, bis sie tot sind. Mach einen. Na. Ja, ist rein. Kommt her hier. Na kommt. Heute. Näher hier ran. Kommt her. Na komm. Ja, gut, ja, gut. Das ist ein. Oh. Und eine Trophäe kommt reingerieselt. Ja, wenn man in einem bestimmten Bereich immer den letzten Gegner killt, der wird immer besonders stylisch, nochmal ein bisschen Zeitlupe dargestellt. Warum nicht? Finde ich gut. So. Geht auch wieder nicht kaputt. Warum ist denn hier alles kaputt? Das ist doch unschön. So, hüpf. Und da haben wir goldene Kugel für ein Respawn. Kennt man auch aus den alten Teilen. Hm, ist doch gar nicht mal so schlecht.
Punkte kassieren. Salada. Kleiner Lebensstern, füllt ein bisschen Energie wieder auf, wenn man es braucht. Ja. Viechzeug, gittigit. So, eine Ausrüst-Upgrade und Speicherstatue. Dann benutzen wir die gleich mal. Und ich verabschiede mich. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ich sage nur noch Yeehaw und Tschüss.